I don't care. Irgendwie ein Tag. Wir sind gestern nach dem Tau-Trip in Coron am Hafen angekommen. Sind dann einmal schön mit dem Tricycle rübergefahren zu einem Hotel und wurden dann da um 17 Uhr nach kurzer Unsicherheit von unserem Hotel abgeholt. Und ich dachte nur so, ja, 15 Minuten, schön entspannt rüberfahren. Nee. Es waren dann so, ja, gut, eine Stunde, 15 Minuten mit dem Boot zur Chindonan Insel, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ich werde da später auch nochmal mit der Drohne rüberfliegen, von daher seht ihr dann noch mehr. Aber es ist sehr, sehr schön, privates, kleines Ressort. Hier gibt es eine Quelle, also man hat echt gutes Trinkwasser. Man wird hier super versorgt. Man kann Kajak ausleihen, auf eine Insel rüberfahren, was wir auch machen werden. Man kann hier wahrscheinlich auch Scuba Diving ausprobieren. Und wichtigstes, sehr, sehr entspannen. Ressort. Gerade wieder ein hervorragendes Frühstück gehabt. Mit ein bisschen Action nebenbei. Hier hat es wohl irgendwie einen betrunkenen Fischer, der ab und an auch mal auf die Insel kommt. Jetzt haben sie vor einer halben Stunde die Polizei gerufen. Da man ein bisschen hierher braucht, dauert das jetzt natürlich noch, aber die Jungs halten den irgendwie in Schach. Genau. Frühstück bestand aus einem Käseomelett mit Bacon, ein bisschen Marmeladentoast. Und weil er so gut war, habe ich mir auch heute wieder einen Pancake mit reingebackenen Mangos bestellt und dann Ahornsirup drüber geschmissen. Ja. Ich glaube Mittwoch im Chindonan Dive Resort. Gestern waren wir schön entspannt nochmal im Kajak 1,5 Stunden draußen. Natürlich alles sicher verpackt in einem Drybag, dementsprechend gibt es davon weder Fotos noch Videos. Aber wir haben uns mal hier die Insel rundherum angeguckt und das, was von der Menschheit da noch übrig geblieben ist nach Taifun Haiyan. Ja, heute machen wir dann auch mal das, was man im Chindonan Dive Resort machen sollte, nämlich tauchen gehen. So eine Art Schnuppertauchen. Ein Tauchgang bis 12 Meter. Mit allem drum und dran. Jo. Und im Anschluss, oder davor und danach, Sonne. Daily Dose. We'll be right back.
you gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. Well, that's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata! It means no worries! Resort. Heute, ja, bis jetzt war das Wetter mäßig bis, naja, so lala. Wobei es schon meckern auf hohem Niveau. Wir haben weiterhin 30 Grad, wir hatten aber schon einige Wolken. Wir hatten heute Nacht ziemlich stark Regen. Davon nicht so viel mitbekommen. Und deswegen liegen wir jetzt erstmal nur auf unseren Liegen und vielleicht gehen wir heute Nachmittag noch mal tauchen. Gestern waren wir nachmittags auch schon mal Discover Scuba Diving. Eventuell, wenn wir das Boot bekommen, dann geht's zu einem Wrack. Und ich hoffe einfach, dass da die GoPro nicht wieder nach 5 Meter sagt, nö. Und der Rest vom Schützenfest geht jetzt schon mal tauchen. Auch nicht schlecht. Aber ich schau mal, vielleicht zeige ich euch ein bisschen die Wolken und wie es so hier im Resort momentan aussieht. Bis gleich! Offiziell. Wir gehen nochmal tauchen. Bei einem Wrack. Das wird gut. Professioneller als wir ausgestattet auf jeden Fall.
jetzt darf ich auch mal nochmal so sagen, weil wir sind wieder daheim von einem Tauchgang, der hammermäßig war. Wir haben uns einen Schiffswrack angeguckt, britischer Bauart, gekabert von den Japanern, versenkt von den Amis im Zweiten Weltkrieg, irgendwie 1944, irgendwie im Juli. Und wir sind an der Seite runtergetaucht. Und man konnte dann sozusagen, weil es auf der Seite liegt, richtig schön reintauchen. Ich glaube, ich muss dann doch einen Tauchschein machen. Bilder und Videos kommen jetzt. Chindonan. Nach 10 Minuten ist das Boot dann irgendwie so halb kaputt gegangen. Deswegen mussten wir alle 5 Minuten anhalten, kurz warten, dann wieder weiterfahren. Aber nicht einfach nur so, sondern einer auf dem Boot musste den Zündschlüssel permanent in Anlassstellung halten, Gas geben, der andere hat gelenkt und die See war leicht bumpy. Von daher, ja. Hat aber alles in 45 Minuten geklappt und danach ging es dann mit dem Van über super gute Straßen nach Boswanga Airport. Die Sicherheitskontrollen hier sind echt hart. Wird man zweimal kurz irgendwie abgetastet und dann war es das. Ja, jetzt warten wir auf den Flieger. Bin gespannt, wie eine A320 hier draußen landen soll. Rein in den Flieger, 19 irgendwas. Ja, hoffentlich haben sie unsere Koffer dabei. Windig ist auch. Ja, das wird schon gut werden. Wir sitzen mal wieder fast ganz hinten. Manila wieder. Und wie immer, Terminal 4. Right, you should get a few glasses. Hall monitor, I might make a few passes. Long as you can take it like a thief, trying to see what's underneath. You got your panties on, life is so brief. And you can have whatever you like. T.I.B.
because I got the right bills. G.I., maybe you see why. You got me focused, but what I really, really wanna know is. Vorstand gewesen. Landmark Dried Mangos gekauft. Tandoi gekauft. T-Shirts von Levi's Limited Edition gekauft. Und jetzt gehen wir gleich nochmal ins Nihonbashi-Thai. Was essen? Soxy kommt dazu und, Starbucks-Tassen. Vanilla, Bacardi, ja, und Singapur habe ich auch. Wir sind gerade im Greenbelt 5, glaube ich, ja. Laufen da noch ein bisschen rum, schlagen noch ein bisschen die Zeit. Getting dizzy cause my record's getting spins. Time to heat it up, it's the motherfucking summer. I just need change cause life is a bummer. Hope it all flows, baby, kinda like a plumber. Living this life, well it really makes you wonder. And I know we all tryna be successful. Staying on the grind all the time, it gets stressful. But we can stay, we ain't never gotta go. The one thing, baby, that I am tryna know. If you like me, then come on. Sit back.